Hallöchen Leute und willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 7 mit der 61. Episode. Wir haben viel erlebt, sehr viel. Wir haben das goldene Chocobo. Wir haben viele Final Limit Breaks bekommen. Und wann sehen wir endlich mal Clouds finales Limit Break? Das ist auch eine gute Frage. Auf jeden Fall sind wir zurück in Midgar mit einer ganz einfachen Angelegenheit hier. Wir müssen Midgar retten. Aber von wem? Das wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass Hoyo eventuell wahnsinnig geworden ist. Oder wir haben das auch in einem kleinen Abschnitt gesehen, dass er wahnsinnig geworden ist. Und jetzt machen wir uns natürlich auf den Weg nach Norden, wie ich euch gesagt habe, weil dann warten die Turks auf uns. Aber erstmal hier ein paar kleine Viecher am Arsch machen, die eigentlich kein Rede wert sind. So, Tifa, jetzt mach mal bitte einen ordnungsgemäßen Schaden. Das wäre nämlich wunderschön. Anstatt jetzt hier mal Probleme zu machen. Auf, Tifa. Okay, Clouds macht doch schon vorher. Gut, dann lass mir halt mal Cloud seine Angelegenheiten erledigen. Gut. Also, ich bin mal gespannt, ob wir nochmal auf Behemoth treffen. Eigentlich hätte ich das Vieh... Eigentlich muss ich... Ja, ich werde es auf jeden Fall machen. Ich gehe nochmal kurz zurück zu diesem Tunnel da, wo wir eigentlich herkamen. Aber ich habe jetzt nachgedacht, wir kommen auf jeden Fall nicht mehr an die zwei Kisten hin. Das ist sehr, sehr frustrierend, weil ja die Brücke aufeinander gebrochen ist. Also kann ich nicht mehr zu dieser Kiste hin, zu zwei Kisten. Aber so viel ich weiß, ist es eigentlich nichts Wichtiges drin. Weil die Kisten erst, die ich benötigen später, natürlich die ultimative Waffe von Barrett, erst viel, viel später kommt. Gut, jetzt nur darauf achten, dass ich nicht weiter reinrutsche. Ich darf nur bis Sektor 8 gehen, Tunnel 8, und die Leiter wieder hoch. Und natürlich, wenn Behemoth kommt, muss ich auf jeden Fall gegen ihn kämpfen. So, 5 ist schon mal da. So, da links war keine Stufe. Die sind halt echt kein Problem mehr. Wir sind so stark, dass die echt kein Problem sind. Aber auf einer Seite ist es auch gut. Dann sind wir nämlich gut vorbereitet schon fürs Finale eigentlich. Eigentlich Level 99 ist eigentlich so eine Spielerei. Dann ist man eigentlich ultra unbesiegbar als Level 99. Da muss man nur zu blöd sein, taktisch zu spielen, dass man da nicht weiterkommt. Also Level 80 ist schon enorm. Wo wir ja seht, die geben ja eigentlich auch nicht viel, was Erfahrungspunkte angeht. Mehr. Aber eigentlich ist es unser Vorteil auch noch dazu. Es ist für uns alles vorteilhaft. Natürlich mache ich da mir keine Probleme mehr. So, wo sind wir jetzt? Wir sind bei 7, oder? Genau. Jetzt muss hier irgendwo die Stufen sein. Da ist sie. Gut. Alles klar. Jetzt gehe ich hoch, weil ich finde, ich treffe ja nicht mehr auf Behemoth und Behemoth treffe ich nur, glaube ich, in diesem Tunnel. Ich bin mir gerade nicht sicher, deswegen gehe ich einfach vorsichtshalber hier raus und hoffe, dass ich auf Behemoth jetzt treffe hier. Ja, da hoch komme ich halt leider nicht mehr, weil ich es vergeigt habe. Aber ich kann es ja versuchen. Aber ich glaube, ich habe es ultra vergeigt. Also ich glaube nicht mehr, dass wir da hochkommen. Ich glaube nicht, dass es da hoch noch geht. Ja. Ich habe es ultra vergeigt, glaube ich. Ich gucke es jetzt einfach mal. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit. What, Tifa? Du gehst mir echt auf die Eier. What the fuck? Warum? Was macht er wieder? Was macht er eigentlich für ein Case Cloud? Ich verstehe echt nicht, was der Cloud wieder treibt. Das war wieder unnötig für die Cuts. Nein, Cloud, du machst eher nichts. Boah, der geht auch gleich sterben. Hoffentlich reicht dieses Eis 3, dass sie down gehen. Sehr gut. Was für ein Käse macht dieser Kerl gerade wieder? Ich verstehe das nicht. Gut. Gut.
Ich kann mich jetzt gerade nur aufregen, gerade, Leute. So, gibt's eine Möglichkeit? Ich frag mich, ob es eine Möglichkeit gibt, da hochzukommen, aber ich glaube, man kommt nicht mehr da hoch. Nö, ich glaube nicht mehr, dass man da hochkommt. Aber man kann es ja ausprobieren. Aber ich glaube nicht mehr, dass er da hochkommt. Da ist ja Behemoth. Wunderbar. Gut, attackiere mich. Er zieht halt auch ordnungsgemäß schon was ab, wenn man sieht. So, ich mach mal Regena an alle. Weil da tun sie sich gegenseitig leicht heilen immer wieder. Auf, mach deine Feindestechnik. Ich hasse es, warum machen die eigentlich... Oh, Cloud hat sein Limit Break. Glaube ist es schon mal nett. Okay, lass mal halt mal Tifa attackieren immer wieder. Also, wenn du Behemoth nicht langsam mal deine Attacke machst, dann... Wird Cloud oder... So, machen wir nochmal Tifa. Oh, ah, viermal Fragezeichen. So, da ist die Feintechnik erlernt und dann macht hier Finit Incantate dann die gute Tifa. Gut, dann hat schon mal Tifa ihre Feintechnik gelernt. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass es nicht mehr geht. Na, alles klar. Schade drum. Mal gucken, ob es wieder Behemoth ist. Nope. Ist der Kalan-Deckel-Heini. Ja, warum auf einmal jetzt Tifa hier... auf einmal... Ich verstehe das nicht. Nee, ich kann das nicht nachvollziehen. Warum auf einmal Tifa hier... Warte mal, ich will eine Materie... Warte mal, wo habe ich diese Materie reingemacht? Ich habe ja noch einen Gegenangriff. Die habe ich gar nicht reingemacht. Warum habe ich die andere Gegenangriff noch nicht rein? Alter, bin ich dumm. Ich bin so dumm, dumm, le, dumm, dumm, dumm. Das ist halt blöd, hä? Nur Bahamut Zero ist wenig. Was haben wir hier? Genesung. Ich muss mich von Erde verabschieden. Auf jeden Fall verabschiede ich mich hier von Erde. Mach hier Gegenangriff rein. Oh, da kommt extra HP. Mach hier Gegenangriff rein. Da habe ich noch einen Gegenangriff und setze das nicht ein. Das ist unfassbar wieder von mir. Das ist halt echt genial, Davy, gerade mal wieder. Gut, was machen wir bei dir jetzt noch rein? Was können wir bei dir Sinnvolles reinmachen? Machen wir bei dir Odin rein? Ja, machen wir halt Odin bei dir rein noch. Dann hast du nämlich Hitze, Feuergewitter, Ultima und Genesung. Das passt soweit. Gut, dann habe ich wenigstens noch einen, der normale Attacken macht. Gut, aber trotzdem heilen wäre gut. Alle heilen. Es wäre halt trotzdem vorteilhaft, alle zu heilen. Man weiß ja nie, was einen erwarten kann, plötzlich. Gut, dann hoffe ich mal, dass wir Behemoth nochmal treffen, dass er seine Attacke natürlich macht. Und lass es Behemoth sein, Behemoth. Nee, es sind die zwei Heinis von der anderen Seite. Ja, das ist doch ordnungsgemäß. So, nochmal. Bam, 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 bam. Lass die Tifa alle töten, dann kommt sie auf ihr Level 3 schneller. Sehr gut.
Aber wenn man halt jetzt Cloud trifft, ist es auch von Vorteil für uns, natürlich. Gut. So, jetzt hoffe ich mal, dass Behemoth schnell auftaucht. Hoffentlich. So, hier tun wir auf jeden Fall mal abspeichern für den kleinen Fortschritt in unserem Leben. Wunderbar. Funktioniert doch. Funktioniert. So, jetzt Behemoth bitte. Ach, die Heinis können sich doch mich mal kreuzweise. Ja, so schön down. Oh, noch einmal. Bam. Wunderbar. Och, da reicht schon der Gegenangriff, dass sie down gehen. Gut. Eigentlich ist es schon von Vorteil. Ich warte jetzt nochmal zwei Kämpfe ab. Mal gucken, was dann passiert, weil dann gehen wir zu den Turks. Wir haben es ja einmal gelernt, jetzt die Feintechnik. Das ist doch wunderbar. Gut, da ist der Freak. Wow, geht doch mal. 8083 ist schon ordentlich, mein kleines Mädchen mit den Riesenmöpsen. Gut, so. Aufkommen, noch ein Kampf und dann ist Behemoth und dann kann er bitte, bitte Barret oder Cloud attackieren mit seiner Fragezeichen-Attacke. Komm, alle gute Dinge sind drei dann. Noch aller Glut. Tifa macht sich jetzt einfach so platt. Wow! Jetzt weiß ich, was das Problem war, dass Cloud uns attackiert hat. Er ist nämlich in der Runde gedreht. Deswegen, da brauche ich auf jeden Fall eine Ausrüstung für ihn, wo ihn nicht Tobsucht, Zorn, Trauer, Eis, Tobsucht, Versteinung, allmähliche Versteinung manipulieren. Talisman. Scheiße. Wir haben halt jetzt nichts so großartig. Jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt ist. Nein, ich will doch nicht dich. Yeah. Gut, komm, ich mach noch eins, zwei Battles, dass ich alle Limit Breaks voll habe, vorsichtshalber. Oh, Barret ist Level Up. Ist auch sehr schön. Ah, wir sind ja auch bald auf 1 Million Gil. Das ist doch auch was Feines. 1 Million Gil. Und dann können wir uns auch ein Haus in Costa del Sol dann kaufen, langsam. Wir haben ja genug Geld. So, komm. Pustekuchen, das ist ja eh wieder nicht. Das ist der Freak von der anderen Seite. Na super. Regina. Wusste ich's doch. So. H3. Alle. So, Cloud. Du darfst jetzt ordnungsgemäß Odin rufen. Und ich hoffe, dass du jetzt... dass du wirklich keine Scheiße machst, Kleiner. So, jetzt Heilung noch alle. Wunderbar. Jetzt weiß ich auch, warum. Warum er uns selber einzimmert. Stahlklingenschwert. Das heißt, er macht auf einem alle kaputt. Wir haben diese Form noch nie von Odin gesehen. Ist auch was Feines und Neues. Schön wieder Energie bekommen. Wunderbar. Präventivschlag kriegt volle Kanne. Fein. Oh, jetzt ist wieder aller voll. Gut, jetzt muss nur noch Tifa einmal attackiert werden, dann ist es wunderbar. Dann haben wir nämlich gleich Limit Break auch für Tifa. Und da ist sogar Behemoth für sein letztes Battle. Gut, wir machen, wie gesagt, jetzt Regena. Einmal. Immer. Oh, fuck you, ey. Verdammt. Und Cloud ist einfach zu stark. Für das gute Vieh. Oh, wir haben Level Up für Tifa. Egal, jetzt scheiß ich drauf. Wir haben es ja bei einem. Gut. So, speichern. Sehr gut. Dann heißt es jetzt, auf geht's zu den Turks. Also wenigstens mit der Story weitermachen.
Wir haben hier einmal jetzt das Feindeskönner-Technik gelernt, das reicht ja. Auf geht's nach oben. Oh nein, da sind sie! Na, da sind sie ja schon. Was sollen wir nun tun? Ich glaube, ihr könnt jetzt eure Befehle ignorieren. Und da ist Reno. Und Root. Eleanor, reiß dich zusammen. Wir sind Turks, Eleanor. Ja, du hast recht. Na los, wir haben zu tun. Wenn's unbedingt sein muss. Unsere Order war, euch zu suchen und zu töten. In unserer Firma mag es drunter und drüber gehen, aber Befehl ist Befehl. Das ist der Geist der Turks, glaubt mir. Worauf wartest du? Okay, lass es uns zu Ende bringen. Und wisst ihr was, Leute? Ich weiß, wir haben eine komische Beziehung, aber wir müssen das zu Ende bringen wie richtige Turks. Klar, null Problemo, null Problemo. Nur weißt du, was ihr das Problem habt jetzt, Leute? Ich werde einmal Clouds Schwertwirbel machen und dann ist die Geschichte beendet. Wir sehen die finalen Limit Break. Omni Smash. Von der feinsten Art. Oder ist das nichts Feines, Leute? Lasst uns Schluss machen! Das war's schon mit den Turks. Kann man sich nicht beschweren. Das war's schon und wir gehen auch jetzt nämlich nach oben. Ja, jetzt haben wir wenigstens Cloud wieder von der Attacke her. Das heißt, es passt soweit. Boing. Wunderbar. Tifa soll auch nämlich mal attackiert werden, bitte. Nö. Das behalten wir. Ihr seht, eine Attacke von dem ultimativen Limit Break von Cloud und da ist alles finit in Katata. Und wenn er noch Level 99 ist, dann geht's erst recht rund. Deswegen, wenn man zum Beispiel zu den Ultimate Waypoints geht, am besten... Oh, guck mal, man kann jetzt auch nach links gehen, interessant. Ich glaube, das war ein Fehler. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, das war ein Fehler. Was zum ist das? Das ist unmöglich. Oh. Hallo. Ja, da sind sie. Sie sind also wirklich gekommen. Ihr habt uns bis jetzt wie den letzten Dreck behandelt. Ihr habt eine Menge meiner kostbaren Soldaten getötet. Mal sehen, was ihr gegen die Anti-Waypoint-Kanone ausrichtet. Ja, taugt nichts, aber meine Schöpfung ist grandios. Ja, das ist doch jetzt wunderbar. Ich werde euch die zerstörerische Kraft meines stolzen Robots zeigen. Wunderbar. Aber, Leute, wenn wir den jetzt ohne Probleme besiegen, was ich eh mache, weil ich Ritter der Runde jetzt benutze, da ist eh die ganze Geschichte jetzt gleich sofort beendet. Das kommt auch noch dazu. Hinterlässt er uns was sehr, sehr Schönes. Das ist der Fakt. Er hinterlässt uns eine wunderbare Waffe namens Ragnarok, das eigentlich die beste Waffe von Cloud ist.
und stärker ist wie die ultimative Waffe. Weil die ultimative Waffe ist in dem Moment so stark, wie viel Energie Cloud besitzt. Das kommt auch noch dazu. Und so verhaltet sich natürlich auch dann, wie gesagt, sein Attacke-Angriff. Und mit Ragnarok hast du natürlich die beste Waffe von Cloud. Die auf alle Fälle immer das abzieht, was sie abziehen soll. Und nicht so wie die ultimative Waffe. So, und das war's natürlich auch mit diesem Battle. Da ist halt gleich Finite Incantate im Hauschen. Da ist Ragnarok. Oder Ragnarök. Nicht doch, das ist der Stolzrobo. So, ich weiß jetzt nicht, welchem Weg, ob es richtig war, wo wir hingegangen sind. So, können wir da runter? Ja, wir können wieder da runter. Gut, sehr schön. So, natürlich tue ich jetzt auch Ragnarok ausrüsten. Nur das Problem bei Ragnarok ist natürlich... Oh, okay, er ist doch schlechter. Das wundert mich jetzt. Er ist doch schlechter, Ragnarok. Ich habe gedacht, er ist stärker. Aber, ja... Dann ist es ja eigentlich egal, soweit. Da ist Yuffie, was sagt sie uns? Na los, los, los! Okay, wo geht's hier entlang? Es würde mich schon interessieren, welcher Weg dahin führt. Weil ich will noch nicht zum Finale. Da ist Sid. Wohin? Verdammt, Kanone! Okay, wo führt's dahin, wenn wir nach links gehen? Das verwirrt mich gerade, aber ich glaube nicht, hier ist das Finale. Hier ist das, wo wir hingehen müssen, glaube ich. Ja, das ist da, wo wir hingehen müssen. Denke ich, aber sicher bin ich mir halt gerade wirklich nicht, Leute. Das ist gerade mein bisschen mein Problem. Gut, dann gehen wir erstmal nach links da rein, aber ich... Weil, nee, da wo Robo-Dings da war, da ist das Finale natürlich. Mal schauen, wo es jetzt hier diese Richtung hinführt. Ah, das Shinra-Gebäude. Interessant. Stimmt, da haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir bekommen, uns holen müssen. Fakt ist... Okay, sie ist... Nein, nein, zu Sister Ray geht's nicht hier lang. Okay. Gut. Ist mir eigentlich wurscht soweit, aber ist egal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier rein und hol dir ein paar Waffen. Das sind ja nämlich viele Sachen, die wir hier vergessen haben. Uns nicht geholt haben. Oh. Naja, das kenne ich schon alles. Zum Beispiel Stock 64 und so Sachen. Das sind so viele Sachen, die wir nicht mitgenommen haben. Die, wo ich eigentlich noch holen muss, das ist Fakt. Ach Gott, Shinra-Soldaten. Wie lustig. Obwohl, ich kann... Ich tu Tifas Limit Break mal einsetzen, verdammt. Doch nicht. So. Na, okay. Fallramme. Okay.
Stimmt, das haben wir ja alles nicht holen können. Meisterraum und Fallraum. Okay. Flau. Fallrahme. Okay, was ist denn die Fallrahme? Ist es das? Vielleicht ist es die eventuell die ultimative Waffe, aber ich glaube eher weniger. Nee, das muss sie nicht sein. Nee, doch nicht. Nee, das ist auf keinen Fall. Gut, jetzt gehen wir auf jeden Fall zu Stock. Wo war das nochmal? Welcher Stock war das nochmal? Gut, dann fahren wir erstmal ein paar Stockwerke hoch. Welcher Stock sind wir jetzt hier? Sind wir 59 oder was? Oder wo sind wir? Welcher Stock ist das? Ach Gott, wie süß. Noch 35, das ist doch so goldig und süß. Ach, 5. 50 und 5, das ist doch traurig. Leider traurig, aber leider auch wahr. Gut, wo sind wir jetzt hier? Okay, ach stimmt, da müssen wir auch mal wieder runter eigentlich in der Regel. So, jetzt gehen wir erstmal zu Stock 59, bitte. Also, das ist Stock 59, okay. Finden wir hier irgendwas? Hier muss ja irgendwo was sein, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ach, stimmt. Ja. Ich vergaß was. Ich vergaß was ganz Wichtiges. Stimmt. Es gab hier am Anfang des Spiels, das ist mir gerade eingefallen, es gab hier am Anfang des Spiels eine Option. Da konnte man oder durch den Haupteingang gehen oder natürlich hier von dieser Treppe. Und wenn man die Treppe runtergeht, findet man hier ein paar Kisten. Stimmt. So, wo sind jetzt die Kisten? Ist es noch weiter oder was? Hier ist irgendwo eine Kiste, das weiß ich. Echt, war so tief die Kiste? War die wirklich so tief? Okay. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Eben muss doch hier eine Kiste sein. Oder ein Sack oder sowas. Okay. Auf einmal sind wir jetzt dann wieder ganz unten, glaube ich, langsam. Jetzt bin ich aber echt traurig. War das echt so tief? Also jetzt bin ich langsam baff. Wie tief das sein sollte. Ich weiß ja auch nicht. Ach, da ist sie. Riesenhorn. Da ist diese komische Sack, wo ich gesagt habe. Aber ich kann mich erinnern, da waren eigentlich mehrere Sachen. Aber ich glaube, das war das Wichtigste von allen. Also hopp, dann gehen wir halt jetzt ein paar Stockwerke wieder hoch. Das dauert halt jetzt wieder. Aber egal. Ich glaube nämlich, das war genau in der Hälfte zwischen diesen Treppenhäusern. Wenn ich mich jetzt ganz dunkel dran erinnere. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall noch ein Stockwerk höher. Das ist Fakt. Nämlich, wir haben ja einen Spind gehabt, da war ja was, wo wir nicht mitnehmen konnten, weil es ja ein Megafon war, weil wir ja noch Cage Sith noch nicht in unserer Truppe hatten. Dies werden wir uns auf jeden Fall auch jetzt holen.
Oh, gut. Dann gehen wir erstmal jetzt zu Stockwerk, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 63. Da ist nämlich auch noch was drin. Genau. Himmelsspeer. Oh. Ach komm. Weißt, du tretest unnötig gegen mich an. Guck mal, 24 Dingziehen. Und da ist bestimmt noch 9999, wo wir den abziehen, zu wenig dafür. Der müsste eigentlich heulend wegrennen. Nee, da ist echt nichts mehr drin. Gut, dann muss man jetzt einmal Stockwerk höher, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, täusche. Auf Stockwerk 64 müssen wir. So. Da war doch irgendwann mal was, wenn ich mich nicht täusche. Aber so wie es aussieht, ist auch hier nichts mehr los. Gut, dann können wir auch da eine Runde pennen. Und jetzt gehen wir erstmal hier rein. Jetzt muss ich nur gucken, wo es war. War es da hinten? Irgendwo hier? Abgeschlossen. Ah, da ist nichts drin. Jetzt abgeschlossen, abgeschlossen. Oder war es die hintere Reihe? Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Da ist das Megafon. Hab ich es doch gewusst, dass da was ist. Ja, wir ruhen uns ein bisschen aus. Gut, und speichern hier ab dann einmal. So, Leute. Gut, dann haben wir das soweit hier erledigt, was das alles hier angeht. Hallo, gehst du jetzt rein? Gehen wir wieder zurück ins erste Stock. Gut, dann ist das jetzt auch soweit geklärt hier alles. Dann werde ich hier abspeichern, auch nochmal. Und beende auch hier mit dem Part. Und nachdem wir natürlich jetzt so ein grandioses Battle mit zwei Turks gehabt haben, mit diesem Robotornik oder diesen Stolz-Robo, beende ich hier mit dem Part. Bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Final Fantasy VII. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.